So, hallo zusammen. Ich hoffe, Mikro und alles funktioniert noch. Ich habe ja schon mal ein Video zur Super Adventure. Nee, hier steht jetzt Super 1290 Adventure S, aber so rum ist es, glaube ich, nicht. 1290 Super Adventure S gemacht. Ich bin selber gefahren die 890 Adventure R. 890 Adventure R für, ich glaube, 1,5, 2 Jahre. War mit dem Ding auch auf dem Fahrtraining, also Offroad. Bin mit dem Teil auch in den Alpen gewesen. War sehr viel in den Ardennen damit unterwegs. Auch hier und da mal ein paar Feldwege. Und ich fand das eigentlich echt ein tolles Moped. Hab danach gedacht, ich müsste jetzt noch ein bisschen, ja, puristischer werden und habe mir dann eine Tenere damals geholt. Hätte ich besser nicht getan. Ist auch ein tolles Motorrad, aber die World Raid war mir zu kopflastig und das war zwar einfach und toll zu fahren, das Motorrad, aber war es dann am Ende doch nicht, weil in den Twisties, also da, wo ich dann angekommen bin, die Reise hin war sehr schön, aber dort angekommen hatte mir die Karre einfach zu wenig Power. Da war einfach zu wenig Leistung drin. So. Neue Advent, oder die neue, jetzt kommt ja bald die 1390 raus. Wenn die Super Duke jetzt 1390 angeteasert worden ist, haben ja schon einige auch die Erlkönig-Bilder von der neuen 1390 Adventure S gesehen. Mein Geschmack trifft die neue Lichtmaske nicht so. Könnt ihr mal unten drunter schreiben, was ihr so davon haltet, aber ich finde die alte immer noch etwas schöner. Das Motorrad ist auch für mich so eine eierlegende Wollmilchsau. Weshalb bin ich jetzt, das ist jetzt ein Motorrad, was ich auch leihweise habe, was ich mir aber gezielt geliehen habe, um mit meiner Tochter zusammenzufahren. Meine Tochter ist jetzt in dem Alter, wo sie langsam anfängt, hinten drauf mitzufahren und wo es Motorradklamotten gibt, die auch vernünftig sind für ein gewisses Alter. Und sie fährt jetzt hier und da mal mit, deshalb kommt dann auch so ein Topcase da hinten drauf und dann kann sie mit mir mitfahren. Das war bei der 890 Adventure und bei einer Tenere bestimmt auch irgendwie möglich, aber allein, dass die Sitzbank auf gleicher Höhe ist und dann sitzt da so ein 1,45 Mensch hinter dir und du bist selber fast 1,90, das ist irgendwie von den Proportionen her immer doof. Und deswegen, wenn sie mitfährt, mache ich hier einen anderen Sitz drauf. Die hier sind mit Heizung und höher. Da kommt ein tieferer Sitz drauf in der tieferen Stellung. Dann hast du hier eine ordentliche Treppe drin und sie kann mir ein bisschen über die Schulter gucken und das ist echt sehr, sehr angenehm. Ansonsten kannst du dieses Motorrad auch durch die verschiedenen Modi, die du hier hast und durch das Fahrwerk, was hier drin ist, extrem schnell in den Twisties bewegen. Also es ist wirklich so, dass ich sogar fast glaube, dass ich mit dem Motorrad in den Ardennen bei schlechtem Asphalt schneller bin als mit einer M1000R. Durch das aufrechte Sitzen, die Position auf dem Motorrad, den tiefen Schwerpunkt, den du hier hast, durch den Tank, also es ist halt wirklich sehr tief gezogen, ist nicht ganz GS-like, aber schon wirklich gut, kannst du hier wirklich extrem gut um die Kurven zirkeln. Ich bin jetzt die neue Adventure S jetzt auch mehrere tausend Kilometer gefahren in den letzten 2,5, 3 Jahren, glaube ich, seitdem sie rausgekommen ist. Immer mal wieder Leihgaben gehabt und auch Kumpels, die die Dinger haben. Und ich muss sagen, das Fahrwerk ist gegenüber dem vorherigen Modell, was ich auch mal besessen habe, ein gewaltiger Step nach vorne. Ich war nie ein Freund von dem elektronischen Fahrwerk von KTM, also von WP in der Super Duke GT. Das hat mir überhaupt nicht gefallen und auch in der ersten 1290 Adventure S oder zweite Generation. Erste war die große weiße, die zweite war der Vorgänger von der hier und das hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich muss sagen, als ich das Motorrad das erste Mal gefahren war, war ich schon ganz begeistert. Dann gab es nochmal ein Software-Update. Hier ist jetzt dieses Suspension-Pack noch drauf, wo du noch alles mit verstellen kannst. Und das funktioniert echt gut. Also es ist jetzt nicht auf einem Niveau von einem Öhlins-Fahrwerk in meinen Augen, aber es funktioniert für die Straße echt sehr, 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 sehr gut. Das
Gleiche kann ich auch, kurzer Seiteneinwurf, für die 1290 Duke Evo. Da war ich auch, kommt noch ein Video zu, wenn ich wieder halbwegs fit bin, werde ich da einen Vergleich zu fahren. Das Fahrwerk von der Duke Evo ist im Gegensatz zu dem der normalen 1290er Super Duke Welten. Also das ist wirklich krass, was die da geschafft haben. Ich hätte nicht gedacht, dass WP das nochmal so auf die Kette kriegt. In meinen Augen ist für die Straße das Evo-Fahrwerk sogar extrem viel besser als das Apex Pro, was ich ja auch mal in meiner alten Super Duke hatte. Das kostet irgendwie 4.000 Euro und war für die Rennstrecke vielleicht okay, obwohl es immer noch nicht auf Öhlins Niveau ist für mich. Aber für die Landstraße war es einfach viel too much. Das konnte ich überhaupt nicht mehr fahren. Aber zurück zu dem Ding hier. Machen wir es kurz. Hier sind jetzt so Semi-Nobbys drauf. Bridgestone AX41 heißen die, glaube ich. Sind ähnlich anzusehen wie der Pirelli Rally STR. Den hatte ich auf der 98 Adventure R und den hatte ich auf der Teneré. Finde ich ein sehr toller Reifen. Hier hat sich jetzt jemand die Bridgestone draufziehen lassen, welche ich aber auch wirklich gut finde. Also ich bin das Ding jetzt noch nicht so viel gefahren, vielleicht 1000 Kilometer oder so im letzten Jahr, kurz bevor mein Rücken kaputt ging. Und seitdem steht das Ding schon wieder hier. Aber war wirklich, wirklich, wirklich gut. Ansonsten sind hier ein paar Teile dran gemacht. Also normalerweise finde ich, sieht die grau-weiß ein bisschen öde aus, aber mit diesen orangenen Teilen, die hier dran sind, finde ich, peppt das Ganze so ein bisschen auf und echt cool. Die Front wurde halt hier an den Seiten ist normalerweise nicht weiß, sondern das wurde von der alten, von der ersten 1290S übernommen. Du kannst ja einfach von rechts nach links die Teile hier drauf, kosten glaube ich pro Stück 20 Euro. Und dann hast du auch die Front weiß, sonst hättest du nämlich hier auch alles schwarz gehabt. Den weißen Frontfender kannst du auch von der alten übernehmen. Dann hast du vorne noch, ja, für mich farblich wäre das etwas stimmiger. Ansonsten ist hier Griffheizung, ist glaube ich nicht verbaut. Oder doch, ist wohl verbaut. Ich glaube, ist sogar Standard bei dem Ding, schlag mich nicht. Du hast hier beheizbaren Powerpartsitz in hoch und beheizbaren Rücksitz in normal. Und das hier ist einfach ein günstiger Schadträger für so einen Topcase und das war es eigentlich auch schon. Ja, ich bin schon viele Motorräder in dem Segment auch gefahren, weil ich auch längere Touren fahre und auch anbiete. Und ich bin jahrelang eine Euro 4 GS gefahren, die 1200er. Fahre immer mal wieder durch den Kontakt zu BMW, auch natürlich 1250er und auch 1300er werde ich jetzt bald fahren, ausgiebig. Ducati Multistrada, was haben wir noch in dem Segment? Da hört es ja auch schon eigentlich fast auf. Dann gibt es noch die Japaner, aber die haben momentan, glaube ich, nichts, was in diesem Dreier-Konstrukt mithalten kann. Also sind wir dabei. Super Adventure S, Multistrada V4S. Und BMW 1300 GS. So. Für mich, ich bin alle drei gefahren. Ich finde die Multistrada auch sehr toll. Preis-Leistung stimmt für mich jedoch nicht. Und Reparaturkosten, falls man sich mit so einem Ding mal hinlegt, auch nicht. Weil hier die ganzen Seitenteile, wenn die hinfallen, das kostet einfach nichts im Vergleich zu Ducati. Wenn du dich mit der Ducati auf die Nase legst, da bist du ein halbes Vermögen los. Hier kaufst du so den Sturzbügel, den malst du nach, dann kaufst du hier so eine Blende, so ein Ding, dann hast du meinetwegen 300 Euro bezahlt und fährst wieder auf der Straße und das Ding sieht aus, als wäre da nie was mit passiert. Das machen die halt wie bei den Crossmaschinen und das funktioniert in meinen Augen sehr, sehr gut. Machst du das bei einer Ducati, da bist du wahrscheinlich für denselben Crash 2.500 Euro quitt. Plus Montagekosten von 1.000 Euro. Und das kannst du fast alles selber machen. Sogar in der Beschreibung, die du mit dazu kommst, steht, wie du das halbe Moped zerlegen kannst. Also das ist einfach in meinen Augen sehr, sehr gut und kundenfreundlich. Was noch für mich von den dreien her, ist diese Maschine mit die sportlichste.
Also Ready to Race ist hier wirklich der Slogan und das ist sehr sportlich ausgelegt, das Teil. Eine Ducati kommt schon nah ran, aber der Zweizylinder hier drin hat untenrum einfach noch mehr Punch. Also der neue 1300er und auch der 1290er war untenrum auch mit dem Boxer, der hatte schon ordentlich, ne? Aber da kommt obenrum nichts mehr. Bei dem ist halt untenrum Punch und obenrum nochmal oben drauf. Bei der Ducati hast du untenrum nicht so viel, dafür in der Mitte kräftig und oben nochmal. Aber da flacht es ganz oben dann auch wieder ab. Also von der Motorcharakteristik her finde ich den Motor echt ultra gut, weil je nach Modi spürst du auch einen wirklichen Unterschied. Das heißt, du kannst das Ding im Rain-Modus oder im normalen extrem einfach und entspannt fahren. Du kannst aber auch hier einen scharfen Modus reinpacken, das Fahrwerk entsprechend einstellen, also härter machen. Und dann kannst du damit wirklich einen fliegen lassen. Also ich bin schon mit so einer, jetzt nicht mit dieser hier, sondern mit einer ähnlichen, auch auf der Rennstrecke gewesen. Und wir haben zwei Instruktoren bei uns, die hier mit einem, ich glaube es war Metzler, M9RR. Und der andere hat in der Reifengröße, glaube ich, einen Sportsmart TT. Fahren die auf den Dingern und fahren dann auf die Rennstrecke mit uns. Die brauchen jetzt auch keine Mörderstrecken, Mörderzeiten damit rein. Aber du kannst unwahrscheinlich entspannt instruieren und du kannst auch mit dem Ding ohne Probleme Knieschleifen gehen. Also wenn du so ein Teil hast und du träumst vielleicht davon, mal auf die Rennstrecke zu fahren, scheu dich nicht, einen Trackday zu buchen mit Straßenmotorrädern und mal mitzukommen, weil das kannst du hiermit auch extrem gut machen. Das funktioniert und macht auch Spaß. Ich glaube, ich habe mal irgendwann, hat mir einer gesagt, ich sollte mir mal ein Video angucken von 1000 PS. Da hat irgendwie, ich weiß jetzt nicht, wer es war, einer von denen ist mit dem Ding mal einen Tag auf die Rennstrecke gefahren und kam wohl auch zu dem Entschluss, dass das relativ gut geht und dass man da mit manchen Supersportlern echtes Leben schwer machen kann. Gerade 600er, klar, kommt mit dem Ding, ziehst du aus der Kurve raus, da denken die stehen. Die kommen natürlich irgendwann auf der Geraden wieder an dir vorbei, wenn du Pech hast. Aber du kannst mit dem Ding echt ordentliche Kurvengeschwindigkeiten fahren und Beschleunigung ist echt toll. Und ich bin echt erstaunt, das Fahrwerk ist nicht mehr so schaukelnd, wie das bei der alten Version war, sondern das bleibt unwahrscheinlich stabil, wie auch bei der Duke Evo, also Super Duke Evo, ist es auch so, das Fahrwerk funktioniert auch für die Rennstrecke für Otto Normalverbraucher extrem gut. Spritverbrauch finde ich auch okay, ich kann es jetzt nicht mehr genau sagen, aber ich komme auf jeden Fall ausreichend weit genug damit, nicht wie bei den Ducatis, die einfach viel mehr fressen. Viele sagen dann, ja, wenn du jetzt Preis-Leistung Ducati gegen die hier Liste, ist das der gleiche Preis und dann gefällt mir hier das Plastik nicht. Ja, wie ich eben gesagt habe, das hier ist Purpose-Built, ne? Also das ist gemacht, um kaputt zu gehen. Ganz einfach. Also es ist halt nicht so hochwertig anmutend wie manch andere Motorräder, aber dafür ist es auch extrem günstig auszutauschen. Und wenn du mit einem Adventure-Motorrad mal in die Wildnis fährst und dann rutscht er auch mal aus auf einem Schotterweg, dann findest du es geil, wenn das nur Plastik ist mit einem Aufkleber. Auf der anderen Seite muss ich sagen, verfälscht das Ganze so ein bisschen, weil KTM eine Marke ist, die nicht nach Listenpreis verkauft wird, nicht annähernd. Also die KTM-Modelle sind das erste Jahr, wo sie rauskommen, immer scheiß teuer und schon im ersten Jahr nach Erscheinung im Winter droppt der Preis total. Also wenn du bedenkst, so ein Motorrad, so ein Spec wie hier steht, ich habe extra letzte Woche nachgeguckt und will schon wieder vergessen. Ich glaube, hier ist jetzt das große Tech-Pack drauf, Rally-Pack. Wie gesagt, die Umbauteile, die hier dran sind mit dem Sturzpads, andere Fußrasten, Sitze und Crashpads für die Achsen und Trägerplatte hinten drauf, war ich bei, lass mich nicht lügen, inklusive Montage und Überführung, Liste irgendwie, kann, ich weiß es nicht mehr, 22, 23. Wenn du jetzt sagst, das sind 23, okay, bist du wirklich nicht weit entfernt von der Street Fighter V4S, die liegt dann irgendwie bei 25 mittlerweile. Aber, und jetzt haltet euch fest, das Motorrad, jetzt ohne den Sitz und Co., kriegst du im Winter für einen Grundpreis von 16.900 Euro. Das sind 17.000 Euro. Und wenn du dann einen guten Deal mit deinem Händler machst, dann kriegst du auch gut Prozente auf ein Trackpack oder Techpack. Trackpack hast du ja hier nicht, hier hast du Rallypack und Techpack. Und du kriegst auch bestimmt gut Prozente auf die Teile, wenn du das alles zusammennimmst.
Und dann hast du vielleicht hier 18 stehen anstatt 23. Das sind 5.000 Euro weniger als Liste. So, und dann fangen wir mal wieder an. Weil wenn du dann hingehst und machst eine Street Fighter, eine Multistrada V4S für 25.000, 26.000 Euro und du stellst die fertig schon, so wie du die haben willst, für 18.000 gegenüber, da kannst du dir noch eine MT-07 oder eine, keine Ahnung was, eine Interceptor oder was auch immer haben willst, noch dazu kaufen. Da ist der Preisunterschied echt gravierend. Und da muss ich sagen, da hört es für mich dann irgendwo auf. Also da muss das schon ja, extrem viel Mehrwert bieten und den bietet die für mich, würde sie es jetzt gerade nicht. Für einen Ducatisti sieht das natürlich wieder ganz anders aus, aber ich bin da eher immer ja, ein bisschen emotionsloser, sondern probiere dann auch mal verschiedene Marken aus und versuche das auch gegeneinander abzuwägen und für mich rauszufinden, was macht man damit, was möchte ich mit so einem Motorrad machen und wo kriege ich das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Und da muss ich sagen, wenn du nach dem Straßenpreis gehst, bist du mit der KTM einfach immer bei gleicher Ausstattung 5.000 bis 7.000 Euro unter Ducati und unter BMW. Du musst halt nicht auf die Idee kommen, im März ein Motorrad zu kaufen. Ja, sondern dann kaufst es halt im Oktober, stellst es dir in die Garage, gehst es 3, 4, 5 Monate streicheln und fährst dann das erste Mal und meldest es auch erst dann später an. Und wenn du das so machst, hast du 5.000 Euro gespart. Mein Tipp an euch da draußen. Und ansonsten hast du hier auch ja, eierlegende Wollmilchsau, extrem bequem. Kniewinkel ultra entspannt. Du kannst aber auch, wenn du den Sitz jetzt anders einstellst und Co., auch gut ja, einen guten Schwerpunkt nach vorne kriegen. Die Riser sind hier auch wieder drehbar. Das ist nicht mehr wie bei der alten auch verstellbar, wie bei der Super Duke, sondern du kannst den Lenker, glaube ich, jetzt 1 cm weiter nach vorne, 1 cm weiter nach hinten machen. Die Fußrastenaufnahme kannst du drehen, kannst die Fußrasten sogar noch was höher machen oder noch was tiefer machen, so wie du es haben willst und kriegst damit eine ganz gute Stehposition. Hier hast du ein kleines Fach drin, wo ich immer noch nicht verstehe, warum die das nicht mit der, die haben jetzt mittlerweile einen Knopf, um den Sitz auf und zu machen, also es geht dann über Keyless mit, warum schließen die dann nicht diesen scheiß Kasten mit ab? Also du kannst das Moped fahren, machst da irgendwas rein, das musst du rausnehmen, weil wenn du weggehst vom Motorrad und schließt es ab, schließt er dieses Fach nicht ab. Also das ist was, was ich einfach nicht verstehen kann. KTM, schönen Gruß, kapiere ich nicht. Mach das mal anders. Die Armaturen, die hier dran sind, habe ich mich mittlerweile schön mitgeguckt. Bei meiner Super Duke war die ja auch drauf. Am Anfang fand ich das nicht so geil. Es gibt mittlerweile eine neue Generation von diesen Hebeleien hier mit anderen Druckpunkten und vor allen Dingen einem anderen Blinkerschalter. Meine KTM 1290 Duke R, die hatte noch diesen spitzen Blinkerschalter, wo du überhaupt keinen definierten Druckpunkt hattest. Hier kann man vielleicht hören, hast du jetzt einen schönen Klick mit drin und der ist nicht mehr so spitz zulaufen, sondern obendrauf abgeflacht. Finde ich sehr, sehr toll, kann ich nur jedem empfehlen. Ansonsten hast du hier alles auch an Bord. Das Radarsystem ist quasi Standard hier mit drauf. Also der Abstandstempomat funktioniert auch extrem gut. Muss ich jetzt nicht unbedingt haben, außer vielleicht auf einer holländischen Autobahn. Auf einer deutschen würde ich das jetzt nicht brauchen. Aber ansonsten funktioniert an diesem Moped auch alles einfach tadellos. Gibt es hier was, was ich gar nicht mag? Nein. Wie man in den sonstigen Videos sieht, bin ich nie verlegen zu sagen, das und das gefällt mir nicht. Es gibt vielleicht eine Sache, wenn ich jetzt Enduro-Boots anhabe und ich fahre mit den Fußrasten, komme ich hier hinten dran. Aber auch hier haben sie gelernt, das ist der Träger für den Auspuff und für den Koffer. Du kannst dieses Teil bis hierhin abschrauben mit zwei Schrauben, das abmachen. Dann bin ich mit meinen Boots, komme ich da locker mit hin. Will ich dann jemanden mitnehmen, muss ich dieses Teil mit der Fußraste mit zwei Schrauben hier eben dran schrauben. Habe ich jetzt schon mehrfach an- und abgeschraubt, geht echt super schnell. Das gleiche auch natürlich an der Seite. Und dann habe ich platztechnisch überhaupt gar keine Probleme. Das Ding schaltet gut, Quickshifter, Blipper mit drin. Die Reifenkombination finde ich auch toll, ist jetzt kein Enduro-Reifen, aber es sieht zumindest etwas abenteuerlicher aus und alles ist soweit super. Wertverlust hat man auch nicht mehr allzu viel, wenn man das Ding günstig gekauft hat für 16,9, baut ein paar Teile dran, kriegst es nach 2 Jahren auch sehr, sehr gut noch für 15, 14,5 verkauft. Ist also, wenn du sie gut einkaufst, ähnlich wertstabil
wie eine BMW. Die sind natürlich der König der Wertstabilität. Aber da ist KTM jetzt auch lange nicht mehr so schlimm, wie es früher war. Du musst die halt bloß zu einem guten Preis einkaufen. Das ist wichtig. In diesem Sinne kann ich jetzt hier drüber leider nichts mehr Schlechtes erzählen, auch wenn ihr immer wollt, dass ich was Schlechtes erzähle. Ich finde es einfach in dieser Klasse preis-leistungstechnisch das absolut beste Motorrad. Mit meiner Meinung nach auch dem besten und sportlichsten Fahrwerk, mit der besten und sportlichsten Bremse. Wenn du andere Belege unten rein tust, auch da wieder, die Standardbelege sind nicht so geil, machst du andere Belege rein, funktioniert die Bremse auch wie die Hölle. Einen negativen Punkt habe ich noch. Der Auspuff. Erstmal läuft dieses Edelstahlzeug an und zweitens ist das so ein Riesentrümmer, da könnten zwei Leute drin schlafen. Und du kriegst halt keinen Zubehördämpfer, der ein bisschen kleiner ist. Die sind alle so groß, weil dieser Durchmesser, der Cut sitzt hier unten in dem Rohr, was zum Auspuff geht. Das ist halt so ein Cut. Deshalb muss der Auspuff extrem groß sein, um über diesen Cut drüber zu passen, weil das Ding hat irgendwie zwei Cuts drin. Deshalb ist das zubehörtechnisch etwas schwierig. Und selbst wenn du den Zubehördämpfer da oben drauf machst, kommt soundtechnisch nicht viel mehr raus. Also wenn du soundtechnisch etwas haben willst, müsstest du natürlich dann nicht mehr straßenverkehrszulassungsordnungskonform den Cut aus dem Zwischenrohr raustrennen. Gibt es mehrere Videos zu, wie die Leute das machen, gerade in Amerika und in Australien. Dann guckt euch das mal an. Wenn euch das nicht stört, dann müsst ihr halt gucken, wie ihr, wenn ihr sowas macht, wie ihr danach noch die AU schafft. Aber sonst kriegst du aus so einem Ding einfach keinen Sound mehr raus. Also die klingt ganz einfach nicht so stark wie eine Super Duke oder Super Duke GT. Die ist halt sehr, 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 sehr zugeschnürt. Klingt sportlich, aber halt leise. Das ist das Einzige, was in meinen Augen ein bisschen besser sein könnte. In diesem Sinne, wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es unten drunter. Auch mit diesem Moped werde ich ein paar tausend Kilometer noch fahren. Es sei denn, jemand holt die hier mal ab. Dann werde ich mit ihr trotzdem ab und zu mal leihen, aber werde sie dann nicht so viel fahren können, als wenn sie jetzt hier bei mir in der Garage steht. Die hat hier ein bisschen geschlafen. Mal gucken. In diesem Sinne, bis denn dann.